Ah, das bringt Magnete. Jawohl. Genau. Und ich mochte die halt total. Ich habe mir halt voll gewünscht, dass die halt in diesem Spiel nochmal auftaucht. Und das ist ja leider nicht der Fall, aber zumindest hat man die Gewissheit, dass sie irgendwie gut geht und dass sie überlebt hat. Das finde ich echt cool. So gut, was machst du da eigentlich? Schmeiß den bitte in den Innenhof, den Kühlschrank. Ja, das habe ich vor! Das verstehst du jetzt manchmal, warum ich bei einigen Projekten ja, länger ja. brauche, weil ich einfach nur Blödsinn mache? Ich komme mit dem Kühlschrank gar nicht hier durch. Warte mal. Er kriegt sich schon im einen. Ja, er kommt durch die Tür. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Und. Das Beste ist, ich kann jetzt einfach hinterher springen, ohne dass mir was passiert, ne? Ja. Yeah. Kannst du den auch wieder hochwerfen? Jetzt probieren wir mal aus. Also, fest steht hier, die B-Runde kann starten. Ich habe meinen Kühlschrank schon mal mitgebracht. Beim Vor allem haben da auch nicht irgendwelche Nachbarn auch irgendwie Fenster offen oder so? Oder so. Ich kann leider nicht so hochschmeißen. Also ich kann hier die Rollläden kann ich erkennen. Du könntest ihn da unten könntest du abwerfen, da siehst du, der da an der Tür steht oben. Auf dem Balkon da. Ja, das Problem ist aber, dann ist mein Pazifisten-Ranking hinüber. Weil ich ja dann einen getötet habe. Details. Details. Ich guck mal was. Oh! 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 Den confused er einfach. Mal. Oh, 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 feindselig! Okay, okay! Geht wieder hoch in die Wohnung. Ich wollte eigentlich noch was probieren mit dem Kühlschrank, warte, das machen wir jetzt noch zum Schluss. Das passt jetzt so schön gerade zum Abschluss. Ja. Ja. Wie herzlich also, das wollte ich eben auch sagen, bevor ich mich selbst erworben habe. Deswegen brauche ich halt bei einigen Projekten manchmal länger, weil ich einfach nur Scheiße mache. Ja. Zum Beispiel, was ich dir echt nur empfehlen kann, ist bei meinem Sleeping Dog Let's Play, ne? Da habe ich so irgendwie. Alle paar Parts, ich glaube so alle 15 Parts, war ja auch ein Open-World-Spiel, aber da hat sich dann auch angeboten, so ein Rampage-Part gemacht. Da bin ich einfach nur durch die Stadt gefahren und hab Scheiße gebaut. weil du ja dann auch. Warte mal, ich probiere noch eine Kleinigkeit. Wo ist dieser Typ? Der steht da unten, gell? Ja. Ich versuche mal, ob ich genau auf den werfen kann. Oh nee! Jetzt ist mein Kühlschrank runtergefallen. Oh, der hat schon wieder Panik. Oh nein! Ich bin auf der Polizei gelandet. Einen Versuch drauf. Ja. Ich wusste gar nicht, dass die Polizei aggressiv wird, wenn du mit der Icarus-Landung bei ihr landest. Ja. Oh, nee. Oh Gott, oh nee. Oh nee, alles ist voll. So, noch ein Versuch. Ja. Vor allen Dingen, der Kühlschrank funktioniert immer noch, ne? Ist nicht mehr an Strom angeschlossen, aber geht noch. Das ist die Zukunft. Das war ja auch, was ich, Wo ist er gelandet? Ah. Ist nicht bei ihm gelandet. Okay, aber jetzt ist er schön im Innenhof. Okay, jetzt springen wir mal dahin. Schön, aber vor diesem Karton gelandet. Vor dem Kleinen. Ah, warum steckt ich den? Mich stört das auch überhaupt nicht, dass da ein Kühlschrank runtergeflogen ist. Ne? Das ist ihm vollkommen egal. Hey. Oh, willst du mit auf die Straße nehmen? Ja, aber er kommt nicht mit. Oh, ey, das müsste man eigentlich machen. Zu allen Missionen auch immer diesen Kühlschrank einfach mitschleppen, so weit wie man kann. Ich würde eigentlich vermuten, dass
so ein Typ, der heißt Videogame Donkey, dass er das einfach hinkriegen würde. Weil der immer so einen Mist aus den Projekten raussucht. Guck mal, ich kann nicht mal wegen dem Kühlschrank die Treppe hier hoch. Ja, also dann werfen halt wir mal. Das tut weh, sagst du. Oh nee, ich tut so weh. Jetzt soll ich aber den Kühlschrank mitgenommen. Oh, kannst du die Drohne abwerfen? Aber dann werden sie wieder feindselig, ne? Egal, komm, wir machen jetzt eh nur einen Test. Nee, warte mal. Wie er einfach so stumm im Kühlschrank rumwirft auf der Straße. Vor allen Dingen, erklär mir mal bitte, wie der die Gegenstände hält. Guck mal, wenn ich das jetzt drehe, dann hat er das doch direkt vor den Augen. Ja, ja. Wieso? Das sind genauso Fragen, wie wenn du einfach auf Google gehst und eintippst Ken, Adam Jensen oder auch Darth Vader und dann steht dahinter einfach Poop. Ja? Also die Frage, weltbewegende Frage. Das ist genau wie diese Diskussion auch mal bei The Big Bang Theory. Welcher Mensch hätte irgendwie den gefährlichsten Job? Und dann war das irgendwie so, ja, derjenige, der die Prostata bei Wolverine untersucht. Ja. Oh, das geht tatsächlich. Oh, die sind gut, ach, weißt du was? Wir machen noch eine Zugabe, ein Finale. Ich will jetzt gucken, ob ich damit U-Bahn fahren darf. Ja! Das wäre so geil. Ja, wahrscheinlich, wenn die Cutscene kommt, dann ist man wahrscheinlich... ja, dann wahrscheinlich. Ich vermute es. Aber wir gucken mal, ob ich bis dahin überhaupt durchkomme. Ja. Ich gehe mit meinem Kühlschrank. Und mein Kühlschrank mit mir. Da unten laufen Polizisten. Hier oben laufen wir. Mein Kühlschrank geht aus. Meine Augen... Augs sind raus, Rabimmelrabimmelrabimmelrabimmelrabimmel. Wow! Das war mal ein schöner Flug. Hier, das gibt sogar einen Bonus in der B-Note hier. Aber du kannst den auch schön werfen und es hat keine Schramme dran. Ja, eben. Kannst du mal sehen. Eine Lackschicht da drauf. Einfach so eine Schutzschicht. Ja, weil, pass auf, hier, wenn Sachen zerstörbar sind, dann haben die nämlich so ein Zerstörbarkeitssymbol. So wie bei diesen Holzkisten, ne? Und ja. Er geht nicht kaputt. Er ist einfach unzerstörbar. Ist bestimmt irgendwie aus Vibranium oder Adamantium hergestellt. Wie dir das halt auch nur juckt, dass du da mit dem Kühlschrank rumläufst. Das ist so geil. So, jetzt muss ich den natürlich wieder ein Stückchen werfen, aber aufpassen, dass ich keinen Stress anfange. Hallo? Oder so. Oder? Achso, ich kann ihn auch so mitnehmen. Okay. Ah. So, weiß nicht, ich laufe hier einfach so durch. Hallo, guck mal, ich war gerade bei Ikea und so. Ich bin nur ein Kühlschrank, ich bin hier kein Adam Jensen dahinter. Hallo, tschüss. Und die Polizei auch, ne? Die juckt's auch nicht. Nee. Was ist das denn richtig geil wäre, das müssen wir doch experimentieren. Aber ich befürchte, das Spiel wird es einfach zurücksetzen. Wenn ich, wir gehen ja davon aus, wenn ich in die U-Bahn steige, dass er durch die Cutscene ja nicht mehr bei mir ist, spätestens, ne? Oh, komm ich hier durch? Ich komm durch! So, man müsste jetzt natürlich überprüfen, ob der dann in die Wohnung zurückgespawnt wird oder nicht. Ja. Das ja. Machen wir noch. Und dann beenden wir die Session. Das, denke ich, ist so ein guter Abschluss. Ja. Andere haben hier einfach ihre Schlafdecken. Ich habe meinen Kühlschrank. Du musst es genauso hinstellen, wo er da quasi in den Zug läuft an der Stelle. Ah. Da sieht man den dann in der Cutscene zumindest. Ah, ich kann auf der Map nichts auswählen wegen ihm. Warte mal. Wir versuchen nochmal was. Dreh mal. Nee. Ich kann nicht an der Map aussuchen. Ja. Aber warte mal, wir können genau das mal probieren. Wir legen den mal hier ab. So. Da ist ja mein Einstieg. So, dann fahren wir einfach mal zum Monumentbahnhof. Ah, nee. Schade. Okay. Wenn ich drüben angekommen bin, steige ich gleich wieder ein, fahre mal zurück. Weil ich wollte ja sowieso noch zum Koller. Aber das mache ich dann bei der nächsten Session, die ich dann aufnehme.
Dann halt wieder ohne dich, weißt du, ohne dich kann ich nicht sein so. Ohne dich. aber ich will jetzt trotzdem nur mal neugierig sein und gucken, ob mein Kühlschrank entweder noch da liegt oder ob der in meine Wohnung zurückgespawnt ist. Das wär's ja jetzt natürlich, ne? Hausratversicherung. Ja, was wollen Sie anmelden? Ja, mein Kühlschrank ist weg. Ja, wo haben Sie ihn zuletzt gesehen? Ja, an der U-Bahn-Station. Das ist so Panne hier. Das wäre echt ein gefundenes Fressen für Rick auch gewesen, ne? Auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja, wo es den größten KI-Aussetzer gab in diesem Let's Play, habe ich ja wirklich den einen Part genannt, Rick wird's gefallen, aber dann auch nicht drauf reagiert. Weiß ja nicht, ob er das jetzt hier schaut. Weiß ich auch nicht, genau. Wenn ja, liebe Grüße, Rick. Genau. Wenn nicht, dann trotzdem liebe Grüße, Rick. Grüße. Ja, nimm nur das! Warte mal. Damit hätte ich es nicht gerechnet. Warte mal, wir finden doch bestimmt noch eine Wohnung, wo noch ein zweiter Kühlschrank ist, oder? Ja, bestimmt. Das müssen wir jetzt. Das ist das letzte Experiment für heute. Ja. So, den lasse ich hier liegen. Ich gucke jetzt, ob ich mir nämlich komplett den Weg zubauen kann. Wie er sich mal eingekriegt. Weißt du, wir haben jetzt bald 20 Minuten nur Experimente mit dem Kühlschrank aufgenommen. Ich nenne dann einfach die Folge jetzt Kühlschrank. Ja, bitte. So, warte mal. Ich glaube sogar da oben ist eine Wohnung, wo ein Kühlschrank drin steht. Weil die haben ja alle hier diese standardisierten Einrichtungen. Ach nee, das ist... Doch, warte. Da drüben könnte was sein. Ja, hier ist ein Kühlschrank drin. Aber die Frage ist, ob ich mit dem durch das Fenster da komme. Stimmt. Oder? Ah, die Tür ist sogar auf. Sehr gut. Sehr gut. So. Einzige Kritikpunkt, der jetzt passieren kann, pass mal auf, damit ich mir nicht verhunze. Könnte jetzt sein, dass die Polizei da unten gleich Stress macht, weil ich den werfe. Okay. Guck mal, der ist 2 Zentimeter! Der hat noch weitergelaufen! Es ist halt ein normaler Streit unter vor allen Dingen hier steht noch ein Polizist in so einem Exo-Anzug, ja? Ja. So, den Kühlschrank daneben stellen. So, wo war jetzt der Bahnhof da? Ja. Hübsche Ausrüstung. Und er sagt dann noch hübsche Ausrüstung! Boah, ich würde das feiern, wenn die Spielentwickler für dieses Szenario tatsächlich extra so eine Hidden Voice Line aufgenommen hätten oder so. Ja, definitiv. Das ist ja so gut. Was? Wieso Suche läuft? Das war keine gute Idee. Was? Suche läuft? Was war das denn jetzt? Jetzt auf einmal ist eine Panik, weil ich den Kühlschrank geschmissen habe. Weißt du, was ich aber dann auch mache beim nächsten Mal dann? Gucken dann, weil ich gehe sowieso dann zu Koller, ob der Kühlschrank dann immer noch da liegt, wenn das Spiel neu gebootet wird. Bitte. Ich glaube sogar. So. Ja, weil die Wohnungen ja eigentlich unverändert bleiben. So. Ja. Kann ich jetzt da hinlaufen? Nee, guck. Das ist nicht vorhanden. Zu schade eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass der eben da noch gelegen hat, nachdem er wieder kommt. Hätte ich nicht gedacht. Also, letzten Test, den wir jetzt noch machen könnten, wäre, ich fahre jetzt nochmal zurück, speichere, boote das Spiel nochmal neu. Und dann können wir mal gucken. Ja, bitte. Also, wenn du so lange noch dabei sein willst, okay, gerne. Ey, wir haben dann echt eine Kühlschrankfolge aufgenommen. Okay, so, dann reisen wir nochmal zurück. Dear Diary, today I learned about fridges. We gotta move these refrigerators. Gotta move these cottage rooms. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, aber die müssten eigentlich beide dann noch da liegen. Ja! Sehr schön. Das ist so stumm. Das ist echt stumm. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt speichern wir mal hier.
Jetzt gehe ich mal komplett aus dem Spiel raus. Beende es auch mal. So, warte. Jetzt booten wir es einfach mal neu. Das ist so herrlich blöd. Das ist aber immerhin hier eine würdige Premiere, die du auf meinem Kanal dann in einem Let's Play feierst. Ja. Jetzt bin ich. Ich weiß noch. Kühlschrank-Gate. Kühlschrank-Gate, genau, das kommt dann so bei Twitter rein. Kühlschrank-Gate. Was sagt die Bubble dann zur Kühlschrank-Gate? Aber es gibt ja. Ach, wie heißt denn der Typi? Ist auch so ein. Vielleicht war das der, den du auch vorhin meintest. Der macht auch immer so Scheiße mit Spielen und sowas. Ist auch super lustig. Also bei Videogame Dunkey, was bei dem typisch ist, ist, dass der am Ende des Jahres immer eine Top 10 Counter macht, weil welche Spiele ihm in diesem Jahr meistens zugesagt haben von den Releases. Und dann gewinnt trotzdem immer Super Mario Bros. 2. Dann bitte noch ein paar mehr suchen und das alles vollstellen. Das, weißt du was, das mache ich dann echt wirklich, bevor ich mit der Story-Mission weitermache. Was ist denn das? Weil ich, die meisten NPCs haben doch gar keine Gollum City. Die Leute wurden nicht umgesiedelt, sondern eingesperrt. Und sie haben keine Vorräte, keinen Platz, keine Hoffnung. Wie schon gesagt, für Utulek ist die Regierung zuständig. Oh mein Gott. Ich durfte dort nicht einmal rekrutieren. Meine Quote wäre garantiert in 30 Minuten erfüllt. Alle von dort nach Rabia zu verfrachten ändert nichts. Optis werden entmenschlicht. Das repariert man da hinten nicht den Kühlschrank liegen? Utulek. Warte, man muss mal gucken, ob ich nicht drauf geachtet. Ein bautechnisches und ein ideologisches. Aber Mr. Brown hat aus früheren Fehlern gelernt. Wir haben jetzt eine gegenseitige Kontrolle zur Überwachung unerwünschter Elemente. Gegenseitige Kontrolle? Ah, das sieht man nicht, er steht versperrt. Mehr gemacht als Sicherheitsüberwachung. Wie er steht. Und was sind Ihrer Ansicht nach die Probleme? Vielleicht nochmal. Doch, warte mal. Vielleicht, wenn ich ein bisschen was aussuche. Warte mal, wir mal erzählt. Die Ark. Aus einer Bürgerrechtsbewegung wurde durch das Einsperren in Utulek, die Trennung von der Gesellschaft und das Mundtotmachen eine Militärorganisation. Aber in Rabia wird man ihnen zuhören. Wir bieten ein Fundament. Wir bieten augmentierte Stabilität. Guck, das meine ich so. Die Gestik, genau, das passt überhaupt nicht zu dem, was sie sagen. Sie stecken sie nur in eine größere. Nee, man sieht den Kühlschrank leider nicht. Guck. Sie lassen dort eine mutmaßliche Terrorgruppe leben und haben die Probleme einen Schurkenstaat gemacht. Obwohl? Es ist schade, nee, da ist noch was anderes. Das ist er leider nicht. Ich hoffe, wir beweisen ihnen das Gegenteil. Ich auch. Doch, den anderen hat man gesehen! Den hat man gesehen, den blauen da, der ist ja so türkisblau angehaucht im Seitenwinkel. Ja. Den hat man gesehen! Ey, weißt du was? Ich finde das halt auch so geil, wie sie jetzt so diese ultra ernste politische Diskussion da führen und er irgendwie fünf Minuten vorher noch zwei Kühlschränke einfach in der Nähe. Oh nein, ist das gut! Allen Dingen. Was ich jetzt testen müsste, ist, ob ich einen Kühlschrank da hochkant noch draufstellen kann. Ja. Ja. Bestimmt. Also das muss ich auf jeden Fall machen, bevor ich hier die nächste Mission gehe. Da werde ich dann einfach die Folge dir widmen. Ja, bitte. Das ehrt mich, dankeschön. Ja. Weil dann wären wir nämlich jetzt hier auch am Ende der Aufnahmesession. Dachte gerade, das wäre auch ein Kühlschrank gewesen. Ich habe mir auch gedacht, ich bin schon so erwartungsvoll stehen geblieben. Obwohl, es muss gar nicht mal ein Kühlschrank sein, es kann auch so eine schwere Kiste sein, ne? Ja. Aber du willst lieber Kühlschränke haben, das habe ich schon verstanden. Kühlschrank ist King. Ja, hier muss sein, ne? Ja. King of Kühlschrank. Denk nicht dran. Ich dachte eben schon, du wolltest eben sagen King of Queens. Ja. King of Kühlschrank. Was eigentlich lustig wäre, ist, wenn ich hier aus dieser Wohnung den Kühlschrank entwenden kann. Warte mal. Er müsste eigentlich auch einen haben, ja. Pass mal auf. Ich habe genug Biozellen. Ich habe genug Biozellen.
vor, bevor die aufsteht und wegrennt. Das will ich jetzt doch nochmal testen, ob ich den Kühlschrank nicht mitnehmen kann. So, warte mal. Dass wir den nur durch das Fenster schmeißen. Da ist doch ein Kühlschrank. Ja, eigentlich wollte ich die Session beenden, aber das macht gerade zu sehr Spaß, gell? Ja. Das ist so stumpfsinnig. Oh, hab ich den jetzt getötet? Weil ich hab den auf ihn fallen lassen. Nee? Nö, ach. Ich hab den auf seinen Kopf gedroppt. Es ist so blöd. Also was ist dafür gemacht, wer? Gut, das Kursmesser hat gar nicht gestimmt. Er ist geflogen. Ich verlasse ja eine Sperrenzone. Guck mal, aber er liegt doch schon, er liegt doch schon gut. Er liegt doch schon gut. Komm mal mit, Kühlschrank. Weil wir die alle auch einfach den fucking selben Kühlschrank haben. Ja. Maßgeschneidert hier, weißt du? Aber weißt du, was wir jetzt mal machen noch? Jetzt machen wir es noch. Jetzt legen wir noch einen drauf. Und zwar. Oh, scheiße. Scheiße. Verschwinden Sie hier, Opti. Ich wollte nämlich bei den Netrooms durchgehen. Guck mal, die Polizistin hat das gar nichts ausgemacht. Ich hab nur den. Was ist denn mit dem Kopf los? Ich hab nur versehentlich den Autoalarm aktiviert. Ich geh einfach auf die Küche, Mutter. Jetzt muss ich gucken, ob ich den stapeln kann. Aber am besten hier, weil er geht ja immer rechts von der Karte, ne? Mhm. So, machen wir folgendes. Hey, so hoch wollte ich. So hoch wollte ich gar nicht springen. Hey, don't do it. So. Ich wollte nur diesen Kühlschrank neben mir hier drauf stapeln. Boah, schick die den Link zu der Folge, wenn hinter und dann ist bitte auch mal Rick. Ja. Ich glaub, das wird das feiern. Guck mal hier, so spielt man, wann spielt das hier? 2225 oder so, ne? So spielt man in diesem Jahr Tetris. Okay, mit diesen aber jetzt geistreichen Worten beenden wir hier auf jeden Fall die Session. Magst du noch was sagen? War geil. Ja, Hashtag und nicht vergessen, ja genau, Topverkäufer, nicht vergessen in die Kommentare schreiben, Hashtag Kühlschrankgate. Ja, bitte, genau. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, Hashtag Kühlschrankgate. Ja. Okay, na dann auf jeden Fall, ich bin hier raus. Danke, dass du dabei warst. Gerne wieder. Danke, dass ich dabei sein durfte. Jo. Wird auf jeden Fall wieder auch Gelegenheit geben, irgendwann wieder. Yeah. Bis dann, Leute. Oder hin. Und tschüss. Das ist so bescheuert, wenn ich den Kühlschrank...